Ja, wofür wir nicht so viel Endloszeit haben, weil wir sind alle super gespannt darauf, ist die Vorschau für den Monat Juli. Auf RBTV werden nämlich wieder sehr viele spannende Programme zu sehen sein. Das senden wir noch. Wir haben ein paar, ja, immer noch, immer weiter. Und wir haben ein paar Grafiken für euch vorbereitet. Die können wir gerne einblenden. Wir können mal einen kurzen Blick drauf werfen, was denn alles hier los ist. Unter anderem gleich am 1.7. gibt es ein Elden Ring Randomizer Race. Ist schon aufgenommen, nehme ich an. Ne? Ah, das ist so das Ding, ne? Ich bin immer hier zu Tagen, wo das nicht aufgenommen wird. Aber das hätte ich gern gesehen. Ja, da haben wir natürlich da auch vermisst, also, Simon. Hm? Es ist sicher gut geworden, ne? Ich will nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, es ist wirklich gut geworden. Wir hatten hier Leute da wie Laser und Serious Challengers, die schon mal hier gewesen sind und dann mit Elden Ring oder Zelda oder anderen verschiedenen Sachen. Die sind in einem Race angetreten, wo sehr viele Sachen gerandomized gewesen sind. Und ich muss ja sagen, das ist wirklich Skill-Level Hardcore. Also ein randomized Race kann ich mir fast nicht vorstellen. Also wie man das fair halten soll. Aber ich bin gespannt. Sie haben immerhin dieselbe Seed, ne? Ja, genau. Okay, das ist der gleiche. Ja, das könnt ihr dann alles sehen. Wir haben dann auch noch mal am Donnerstag, den 11.7. Löffel, Messer, Gabel. Ich weiß, dass hier zuletzt auf jeden Fall sehr viele Essensutensilien als auch Essen rumgestanden ist. Ich weiß nicht, ob das für diese Folge gewesen ist, aber meine Herren, ich hoffe, ihr habt einen guten Magen. Ich hoffe ja auch immer, dass ich irgendwann noch mal eingeladen werde. Zu Löffel, Messer, Gabel. Wo warst du, bei welcher Folge warst du dabei? Ne, ich war bei einer über portugiesisches Essen, die war ganz weird. Ihr habt einen Portugiesen gegessen? Ja, also so hat's geschmeckt, ganz ehrlich. Nee, Portugiese unterm Arm. aber davor hatten wir auch eins, was ich ja gut finde. Was denn? Das war meine Klingel. Wir haben ja keinen Buzzer, wie gesagt. Erst eine Korrektur, das war Spanisch, nicht Portugiesisch. Wurde das war, glaube ich, dieses Resident Evil Spezial, oder? Ach ja, das war's. Spanisch. Un Paella, un Paella. Da bin ich extra in spanischen Supermarkt gefahren. Na, ich will das ja nicht, es war ja nicht schlecht, aber wir haben halt echt nicht gewusst, was wir da essen. Das war ein bisschen weird. Und dann haben wir einmal Lebkuchen. Mhm. Aber Käse. Aber ich will bei Käse dabei sein. Garnelen. Be my guest. Kannst du alles gleichzeitig machen. Ja, ich würde auch gerne mal wieder irgendwann scharfes Essen Folge 2 machen, wenn die Gelegenheit mal da ist. Scharfes Essen, ja. Irgendwann. Lass uns mal weiter gucken, was wir noch haben. Kurze Ergänzung, das ist die Tortenfolge, sollte ich eigentlich noch sagen. Es ist die Tortenfolge, okay. Es ist die Tiefkühltortenfolge, es werden noch andere Folgen. Unter anderem die Kuchen-Tiefkühl-Folge angeblich. Aber wir werden sehen. Die ist auf jeden Fall geil und ich sitze auch mit drin. Ich durfte die ganzen Torten essen. Ach was. Übelsten Tattering danach. Aber war geil, hat lecker geschmeckt. Wenn ich einen tiefgekühlte Tortenladen hätte, dann würde ich nur zum Spaß da eine Pfeile einbacken. Also so für das, weil das ist ja irgendwie so das Meme. Und wer die dann aus Versehen findet, kann die dann zeigen. Und wenn du vergisst, wo es drin ist und die dann suchst und die brauchst auf jeden Fall. Das ist die goldene Pfeile. Du findest die halt durch Essen. Findest sie irgendwann bei Rollen im Magen wahrscheinlich. Ja, du willst gar nicht merken. Oh, das war aber ein sehr gutes Tortenstück. Check mal. Ein bisschen schwer im Magen. Ein bisschen schwer im Magen. Reichhaltig. Ja, aber es reibt gut an die Innenwände. wir gucken noch mal, was wir für weitere Sachen haben im Juli. Unter anderem auch Game Talk, wie gewohnt, dienstags um 18 Uhr. Wir haben Bundesliga. Ich glaube, am 22. ist da schon die EM durch. Gerade so, oder war das Finale? Irgendwas ist da um den Dreh. Ist noch nicht durch? Was sagen unsere Fußballexperten da? Doch, das Finale ist schon durch, dann ja. Das Finale wäre schon durch, hören wir aus dem Wohnzimmer. Also ich glaub, natürlich. Sonntag der 18. Gregor, weißt du, Sonntag der 18. ist das Finale. Ich glaube, Sonntag der 18. ist das Finale. Sonntag der 18. also ist noch nicht durch. Was erzählst du? Ist also noch nicht durch. Ist Sonntag nicht der 18.? Nee, es müsste im Juli müsste der 21. der Sonntag sein, wenn Montag der 22. ist. Wann fahre ich denn weg? Ich bin irgendwo im Finale weg. Ich guck's nach für euch. Am 14. ist Finale, wird mir hier gerade gesagt. Der 14.7. also ist noch ein bisschen da, aber ich glaube, die Jungs bei Bundesliga werden mehr als genau sprechen haben. Und wir haben Retro Club natürlich. Was auch ist denn dieses Retro Club? Das ist ein wunderbares Format, wo es um Spiele von Anno Dazumal und andere Geschichten geht. Und dieses Mal? Weißt du noch, ist noch nicht klar. Ah ja, doch, ich weiß es. diese Spiele kennt kein Arsch. Spiele, die alle Leute vergessen haben. Ja, okay. Sind da mit dabei. Was es ist, habe ich vergessen. Aber könnt ihr dann sehen, wenn... Ich habe schon gefragt, warum ich nicht eingeladen bin. Wenn es soweit ist. Ja, das habe ich auch vergessen, leider. Deine Einladung, die dann... ja, und weil ich kein Arsch bin. Oder weil ich ein Arsch bin. Bin nicht eingeladen, weil nur keine Arsch. Ja, genau. Es ist der No-Homers-Club. Ein Homer darf rein. Ne? Ein Arsch darf vorbei, nur... So, was ist. Ja, wir werden noch mal klären, wie die, die Verhältnisse sind. Ach, wir haben dann auch noch, jeden Donnerstag gibt's RBTV Home. Oh ja, wisst ihr, wir haben am Freitag, den 15. Juli, das sind unsere Livestreams dann. Werwolf kommt wieder zurück, das Wolfsrudel kommt wieder zusammen. Da kann Gunnar ein bisschen was dazu sagen.
da nämlich mit. Uke ist nicht da, nicht, dass ihr den erwartet. Aber es wird natürlich richtig cool. Deutschland spielt nämlich wahrscheinlich, wenn die weiterkommen, gegen wahrscheinlich auch gegen Spanien. Aber das gucken wir uns erst gemütlich an und danach spielen wir Werwolf. Also ihr verpasst nicht das Deutschlandspiel, falls das irgendwie... Sehr gut. Wir hoffen mal, dass ihr in guter Stimmung seid nach dem Spiel und noch Bock habt und nicht irgendwie Fahnen zertretet und andere Sachen da anstellt. Behaltet das gerne im Hinterkopf, Fußball als auch Werwolf. Dann wir haben noch weiter unter den Livestreams am 12. Juli, das wird dann noch angekündigt. Oh, da haben wir noch ein bisschen was in Planung. Aber am 19. Juli wird das, was wir vorhin noch mal erwähnt haben, schon ein Teil des Street Fighter 6 Turniers dann sein. Noob spielt mit Pro das Teamturnier. Micha, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das ist der Termin dann, wo die Leute, die sich beworben haben, dann hier gegeneinander antreten können, um die vier Auserwählten quasi erspielen zu lassen, oder? Genau. Also in der Woche vorher ist quasi die Auswahl in MTV Home. Also hier sitzen dann die Talents und suchen von 16 8 aus. Und diese 8 zermalmen sich dann am 19. Juli bei einem Turnier und wir gucken zu. Und am Ende, die letzten vier können dann wie bei The Voice of Germany quasi sagen, ich gehe mit Nils, ich gehe mit Ede, der hat, braucht Hilfe und so weiter. Also das wird lustig. Guckt euch an. Genau, jeder, der dann weiter oben in der Rangliste ist, darf natürlich vorher dann auswählen. Da muss man schauen, mit welchem Lieblingstalent man gemeinsame Sache machen möchte. Und wir hatten noch, dann, wenn alles passt, am 26. Juli, das Spielejahr 2008. Eine sehr schöne Reihe, aber auch ein sehr gutes Jahr mittendrin in der Game One-Produktion. Ich hoffe, dass da bei der Vorbereitung auch viel von unseren entsprechenden Spielebesprechungen mit dabei berücksichtigt werden und nicht nur alle immer nur im GameStar-Archiv gucken. Ja, naja, es ist halt irgendwie, man vergisst Game One ganz gerne, weil es ja kein so richtiges Archiv gibt, ne? Außer halt auf Wikipedia wahrscheinlich oder so. Ne? Ja, die Liste, aber da muss man mittlerweile noch die Minimatzen raus, und dann musst du den Beitrag suchen, dann gehst du ja nicht auf YouTube. Dann kann ist das, nur kann das KI nicht machen, da daraus Text abschreiben werden? Mach doch mal KI jetzt. Hätten wir KI damals gehabt, alles wäre so viel leichter gewesen. Mach doch mal, was denn? Im Wohnzimmer wird gerade angemerkt. Ist das Hauptproblem nicht einfach die Rechte? Wir können doch nicht Sachen, die uns nicht gehören, zeigen. Das hat uns noch nie interessiert, Valentina. Ja, ich weiß. Aber ein Archiv, also früher Zitatrecht. Also früher konnte man Gregor einfach fragen, welche Folge war das? Ja, stimmt. Was ist denn daraus geworden, Gregor? Ja, also ich kann euch auch sagen, welche Folge es ist in den meisten Fällen, aber. Das hilft nur nicht. Dann wisst ihr die Folgennummer, aber nicht den Inhalt. Ey, ist schon so oft gewesen, dass meine Folge dann sucht und dann ist die nicht auf YouTube, du findest die nicht, es ist vorbei. Es geht langsam, es rieselt alles in den Sand der Geschichte. Man muss jetzt noch schnell, was man haben will, ausgraben. Mach dir keine Sorgen, wir sichern uns noch Game 4 und Game 5. Dann passt das schön. Da mache ich mir keine Sorgen, es wird Game 100 geben. Solange wir noch zählen können. Wenn zum 100. Mal abgesetzt werden, dann spätestens. Ja, alles das und noch viel mehr im Juli, sowohl bei VODs als auch live. Lass uns mal ein kleines Päuschen machen.